der letzten Lissabon-Folge habe ich dir einen groben Überblick über die Stadt gegeben und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Nun möchte ich dieses Video nutzen, um dir ein paar unbekanntere Spots und Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Okay, wir starten standesgemäß mit Frühstück in einem netten kleinen Café in der Altstadt, bevor wir loslegen. Gut gestärkt machen wir uns auf dem Weg zum Bairro Alto, wo wir unseren Guide für eine Street-Art-Tour treffen. Auf dieser knapp dreistündigen kleinen Gruppentour siehst du Graffiti und Urban Art von großen Installationen bis hin zu kleinen Skulpturen von international bekannten Künstlern der Street-Art-Szene. Diese, meist von Joao geführte Tour, war eine der besten Touren, die ich während meiner Zeit in Lissabon mitgemacht habe, da man durch die Kunstwerke auch viel über die Geschichte der Stadt sowie die politischen und sozialen Probleme erfährt. Insgesamt also eine äußerst empfehlenswerte Tour, die dich weg von den Hotspots führt und eine Seite der Stadt zeigt, die man sonst nicht sieht. Neben dem sehenswerten Stadtkern habe ich mich während meiner Zeit in Portugals Hauptstadt vor allem in die Pastéis de Nata verliebt. Nach unzähligen Besuchen örtlicher Pastelerias wollte ich mehr über die Herstellung erfahren und habe mich für einen Workshop beim Eigentümer einer vielfach ausgezeichneten Bäckerei im Herzen Lissabons angemeldet. Hello, my name is João. We are about to go to the bakery, make some pastel de nata, have some fun. Fold it this way. I know it looks a lot of margin, but here in Portugal, our nutritional size, if you are on a diet and if you have a shit day, have pastel de nata. Bei diesem knapp zweistündigen Workshop habe ich gelernt, wie man die unwiderstehlichen Törtchen herstellt, inklusive der Technik, mit der man den Pastéis die einzigartige Form verleiht. Das Endergebnis war richtig lecker. Zudem hat Joao im Anschluss auch das Familienrezept allen Teilnehmern zugesandt. Immer wenn ich Portugal nun vermisse, kann ich zu Hause meine eigenen Pastéis de nata backen. Um all die Kalorien des letzten Workshops abzutrainieren, empfehle ich einen Ausflug in den Osten der Stadt für einen ausgedehnten Spaziergang entlang des Flusses im Parque das Nações. Dieses Viertel entstand 1998 im Rahmen der Expo in Lissabon. Nach der Weltausstellung wurde das Gebiet in ein modernes Wohn- und Shoppingviertel samt Seilbahn, Yachthafen und sehenswerter Architektur umgewandelt. Für den Sonnenuntergang empfehle ich die Buchung einer Bootsfahrt auf dem Tejo als Alternative zum Besuch der meist überfüllten Aussichtspunkte in der Altstadt. Auf diesem Weg passierst du wasserseitig zahlreiche bekannte Sehenswürdigkeiten, gehst so dem Andrang aus dem Weg und erhältst ein paar einzigartige Fotomotive. Die Auswahl der Bootstouren ist groß. Ich habe mich für ein traditionelles Segelschiff entschieden und einen guten Freund aus Lissabon eingeladen, den ich 2012 in der Salzwüste Boliviens kennengelernt habe. Just another day at the office, huh? Unsere Bootstour habe ich in der Infobox verlinkt. Für eine etwas andere Perspektive auf Lissabon empfehle ich einen Ausflug auf die andere Seite des Tejos. Die Christusstatue Cristo Rei in Almada ist dafür der perfekte Ort. Das Monument wurde von der Christusstatue in Rio de Janeiro inspiriert und steht auf einem 75 Meter hohen Sockel, der sich 113 Meter über dem Tejo befindet. Wenn du magst, kannst du die Aussichtsplattform an der Spitze des Monuments besuchen und so ein spektakuläres Panorama genießen. Natürlich gibt es weitaus mehr Alternativen in und um Lissabon zu entdecken. Deswegen habe ich diese auf zwei Videos verteilt. In der nächsten Folge stelle ich dir dann Cascais vor, das nur 30 Minuten vom Lissabonner Stadtzentrum entfernt ist und mit vielen weiteren Sehenswürdigkeiten und tollen Surfspots aufwartet. Vergiss nicht, diesen Kanal für regelmäßig neue Reisevideos zu abonnieren und schau dir den zugehörigen Reiseführer auf der Website an, mit vielen weiteren Tipps und Links zu allen hier genannten Touren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.